Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video auf diesem Kanal und ihr seht es schon im Titel. Heute geht es darum, sich in Schale zu werfen, denn ich habe auf dem Dachboden einige Schals gefunden und habe die mal vermischt mit den Schals, die ich auch öfter trage. Und dabei ist einiges zusammengekommen, das werde ich euch hier präsentieren. Und unter anderem auf dem Dachboden war auch hier dieser schöne Werderhut und in dem werde ich jeweils einen Schal für euch präsentieren und wir fangen jetzt einmal an. Als ersten Verein haben wir hier einen englischen Verein, nämlich West Ham United, die Jungs aus der Hauptstadt. Und mit denen war ich schon immer sehr eng verbunden. Den Schal habe ich mir in London gekauft, auf Klassenfahrt, ja, schon einige Jahre her. Und da war ich nie für Arsenal oder Chelsea, für die ganz Großen, sondern auch damals West Ham, eher der Arbeiterverein, noch im alten Stadion und ein sehr schönes Exemplar. Nummer 1. So, der nächste Vertreter ist tatsächlich auch aus England, sogar auch aus London. Und da haben wir einen Schal von Arsenal London. Und den habe ich wirklich als ganz, ganz kleiner Junge, als ich mit meinem Vater im Stadion war, bei Werder Bremen gegen Arsenal, UEFA Cup damals. Werder hat 4:2, glaube ich, verloren. Ich werde euch das Ergebnis nochmal hier und das Datum einfügen, falls ich es finde. Und da habe ich diesen Schal getauscht mit einem englischen Fan. Ohne Englisch zu können übrigens, aber mit Händen und Füßen haben wir uns da verständigt. Ich hoffe, dass der Arsenal-Fan dann den Werder-Schal auch in Ehren gehalten hat. Das habe ich auf jeden Fall mit dem Arsenal-Schal gemacht. Und wenn ihr euch fragt, ob der große Held damals dann auch getroffen hat, hat er tatsächlich. Marco Bode hat für Werder ein Tor geschossen. Auf der anderen Seite dann eher so kleinere unbekannte Spieler wie Thierry Henry. Die haben zwar auch getroffen, aber auch Marco Bode. Die Nummer 3 ist auch ein Schal, der ebenso getauscht wurde gegen einen Werder-Schal. Allerdings nicht von mir, sondern von meinem Vater. Ich habe den dann geschenkt bekommen. Da war ich nämlich noch zu klein. Ich kann mich auch nicht erinnern, als das Werder gegen Celtic gespielt hat. Aber von den Farben her passt es ja schon. Und ein sehr schöner Schal. Ich werde ihn hier mal einmal ausbreiten. Und beim Ausbreiten ist mir erst aufgefallen, dass es gar kein reiner Celtic-Schal ist, sondern ein Spielerschal. Und zwar nicht von, wie ich es erst gelesen habe, Andreas Thom. Wer soll das denn sein? Nein, der deutsche Andreas Thom, tatsächlich auch bei Celtic aktiv gewesen, 3 Jahre lang. Und ihm zum Ehre hier dieser schöne Spielerschal. Und ja, auch bei der Recherche nach dem Jahr habe ich mich erschrocken, denn 1988 ist schon echt ein ganz schönes Alter, die dieser Schal auf dem Buckel hat. Denn da hat Werder gegen Celtic das letzte Mal gespielt zu Hause, 0:0. Und zwar im Europapokal der Landesmeister, also der heutigen Champions League. Als nächstes kommen wir zu einem ganz besonderen Exemplar, denn auch dort habe ich eine enge Verbindung mit diesem Verein. Und das Witzige ist, dass ich jetzt hier einen Schal doppelt habe. Warum auch immer, also wenn du Schals anscheinend auf den Dachboden lagerst, beziehungsweise einen habe ich sogar immer um, einer war auf dem Dachboden, dann vermehrt er sich irgendwie. Kein Zaubertrick. Es sind tatsächlich zweimal dieselben Schals vom VfL Osnabrück. Ich werde den einmal hier ausbreiten, beziehungsweise beide hier einmal ausbreiten. Leider an dieser Stelle die Kamera nicht perfekt aufgestellt. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem erkennen, dass hier zweimal derselbe Schal des VfL Osnabrücks ja zum Vorschein kam und Traditionsverein seit 1899. Schönes Stadion, immer gute Stimmung, kann man immer gut hinfahren. Toller Schal, toller Verein, da kann ich nur Gutes berichten. Hoffentlich schafft man es, dass man in der zweiten Liga bleibt. Momentan leider sieht es nicht mehr so gut aus, nachdem die Saison ja so gut gestartet hat, aber ich hoffe, man bleibt in Liga 2. Ich drücke die Daumen mit für Osnabrück. Und der nächste Schal, und das ist einer von mehreren, denn ihr wisst es, ich bin Bremer Jung und am wichtigsten ist natürlich der von Mutti gestrickte Schal. Ganz, ganz wichtig. Hält auch am wärmsten. Grün-Weiß, klassisch. So muss es sein. Kann der Winter kommen. Und auch dieser Schal ist ein Werder-Schal von einem Spiel, das gerade ganz gut passt, denn Werder jetzt diese Woche 2:0 in Bielefeld gewonnen, zwar mit Ach und Krach. Damals bei diesem Spiel, was dieser Schal präsentiert, ging es ein bisschen höher aus. Das war nämlich der höchste Werder-Sieg aller Zeiten. Und ich war sogar im Stadion, Huber Casanova, Mann des Spiels. War echt verrückt, denn es stand lange 1:1. Ich nie weg. 2007, ey, so lange ist das schon her. Wahnsinn. Ein schönes Andenken an ein Ergebnis, das seitdem nicht mal ansatzweise so im Weserstadion wieder stattgefunden hat. Damit das hier nicht zu Werder-lastig wird, gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter nördlich nach Hamburg tatsächlich. Und dort haben wir natürlich
hier den geschützten Piraten. Und den hat sich natürlich ein Verein geschützt. Das ist der FC St. Pauli, die Freibeuter. Und das ist natürlich ein sehr cooler, klassischer Schal, den man auch immer gut tragen kann, der auch schön warm hält. Und immer eine Reise wert, das Millantor-Stadion. St. Pauli muss in die Schalsammlung mit dabei. Und den kann man immer gut tragen. Der Mann von Welt, der was auf sich hält, der trägt natürlich auch mal Seide. Wobei ich den hier kaum getragen habe, aber ich fand den so schön, weil es hier um das Weserstadion geht. Um die einzelnen Stationen der Erbauung. Und da gehen wir einfach mal jetzt genauer drauf zu. Ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Ich versuche mir Mühe zu geben. Also wie alles begann. Einmal hier ein Foto von 63, das Weserstadion 1963. 65 hier, gar keine Gerade, sondern eine Kurve. 73 sah es dann so aus, also sehr viele Stehplätze, das war natürlich geil beim Weserstadion. Natürlich alles Zeiten, die ich nicht erlebt habe, also das kommt alles später. Hier gab es dann die ersten Dächer und das legendäre Flutlicht, was wir heute ja noch haben. 92, Dacherweiterung, große Konzerte damals übrigens oft im Weserstadion. So kennt man es von Postkarten auch noch, von 1997. Und auf der Vorderseite einmal das Stadion, wie wir es jetzt kennen. Und also dieser Schal ist schon fast ein Gemälde. Und gar nicht unbedingt zum Anziehen. Er hält auch nicht warm, ist ja ein Seidenschal. Außerdem muss man dann aufpassen, dass man nicht zu irgendwelchen Sektionen gezählt wird, wo man gar nicht unbedingt zugehört. Deswegen hier eher ein Schal für die Vitrine oder mal für ein besonderes Auswärtsspiel. Schauen wir mal. Als nächstes ein Verein, wo die ganz, ganz großen Zeiten auch schon jetzt leider aktuell vorbei sind. Und zwar ist das Kickers Emden. Also ihr seht, ich bin hier auch mit den Schals sehr verbunden mit dem Norden. Und das finde ich einen sehr schönen Schal. Kickers Emden, vielleicht kennt der eine oder andere diesen Verein gar nicht. Früher dritte Liga gespielt. Und ja, konnte man immer gut hingehen, immer gute Stimmung. Mittlerweile nur Oberligist, aber wer weiß, kann sich auch alles mal wieder ändern. Emden, eine schöne Stadt, weil sie einen Hafen hat, weil sie an der Nordsee liegt und weil man hier gut Fußball spielt. Und weil es so schön ist, gibt es gleich noch den zweiten Schal von Kickers Emden. Auch hier sehr schön mit dem Logo. BSV Kickers Emden. Ach Mensch, ich würde gerne mal wieder ins Stadion an dieser Stelle. Und die Kickers schießen ein Tor. So, ihr Lieben, mir ist aufgefallen beim Zeigen der Schals, dass wir gerade so bei der Hälfte sind. Das heißt, ich möchte euch heute auch nur 10 Schals zumuten, denn ich glaube, das wird irgendwann zu krass. Deswegen wird es einen zweiten Teil geben, so in den nächsten Wochen. Lasst euch mal überraschen. Dann geht es weiter mit dem einen oder anderen Schal. Ein paar davon sind dann international, ein paar auch eher lokal. Manche hat man gesehen im Pokal. Bleibt mir doch bitte loyal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Bis dann. Ciao.